So, Freunde, dann würde ich sagen, dann stöbern wir noch mal ein bisschen bei YouTube rum. Auf easy. Ich hatte mir das Video eigentlich auch irgendwo abgespeichert. Moment. Also wirklich, ich habe von vielen Leuten das reingeschickt bekommen. Ich habe es aber selber mir noch nicht angeschaut. Einmal ganz kurz habe ich reingeluschert. Aber ich habe nur 10 Sekunden gesehen oder so. Holy sch. So, liebe Leute, die Freitagnacht. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitag, freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, zu welchem Thema auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und der Erste heute ist der Marcel und der ist 30. Hallo Marcel. Ich bin keine 30. Sehe ich aus wie 30? Wie alt bist du? 23 Jahre jung. Ach. Okay, 23. Ja. Marcel, weswegen rufst du mich an? Ich habe heute Nachmittag gepostet bei Twitter so. Ich zeige euch jetzt mein Gesichtstatto. Aber das war zu vieles gut. Digga, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele mich unter diesem Post beleidigt haben. Und ich meine wirklich beleidigt. Ach, Digga, nur weil ich, Digga, das müsst ihr euch mal vorstellen. Weil ich finde, weil es meine Meinung ist, ich mag das Tattoo. Und dafür werde ich beleidigt. Ich habe mir hier im Übrigen einen Kommentar mal gespeichert. Den habe ich gebannt. Mhm. Hier der Kollege, Tattoo-Frage. Der Kommentar hat mich fast aus den Socken gehauen, Digga. Der braucht das, Digga. Der braucht richtig dieses, oh, ich hab ihm das gegeben. Ich höre gerade, dass wir Fotos von dir haben. Jetzt habe ich dir etwas. Bruder, muss los, Alter. Bruder, muss fucking los. Ja, ihr seht das gerade schlecht, weil meine Facecam drüber ist hier. Bruder, muss los, Alter. Ich feier das Tattoo, Digga. Jetzt sage ich dir etwas, was dir nicht gefallen wird. Ich kotze. Hä? Ich kotze, wirklich. Hä? Was laberst du denn? Ich find's beschissen. Das ist ja so, das ist ja ungeheuerlich. Jedem das seine, ne? Es geht mir um den emotionalen Wert, oder die emotionale Bindung, die ich zum Fortnite habe, Digga. Unfassbar. Mir wird gerade ganz, ganz, ganz unangenehm, muss ich ja wirklich sagen. Du bist kriminell und hab Eier in der Hose, geh zur nächsten Polizeidienststelle und stelle dich. Hä? Nur weil man eine Tätowierung im Gesicht hat, ist man nicht direkt gesellschaftsunfähig. Das wird einem so ein bisschen eingetrichtert. Leute, die im Gesicht tätowiert sind oder allgemein, sind direkt kriminelle Knastis. Ich habe so viel mit Knackis zu tun gehabt schon. Handle so schnell du kannst und melde dich bei der Polizei. Wir nehmen mal einen Zuschauer noch dazu. Daniel, hier. Hallo Daniel. Hallo. Medi. Wir sind jetzt zu dritt verbunden. Um was geht's? Dein Tattoo sieht aus, wie wenn du dich tagelang nicht gewaschen hast. Wie geht das wieder weg? Wasch dein Gesicht, du Bastard. Hör mal zu. Ich bin so, wie ich bin. Jeder, der mich Deine Mutter ist Trainer bei Kreisliga. Ach, du kannst dich am Arsch lecken, Digga. Was ist im Baum und weint? Eine Heule. Was ist los mit dir? Du bist nicht lustig, du hässlicher Kackvogel. Oh mein Gott, Alter. Ich hab gar keinen Bock, mich mit so einem Arsch abzugeben, Digga. Okay, alles klar. Was für eine Tunte! Und weg ist er, ey. Ah, die Tür kommt auf. Kommt auf. Die Tür geht auf und Aha. mein Redakteur Christian Hinderlich kommt rein mit. Aha! Aha! Ich freue mich schon wieder, gleich Fortnite zu zocken, Digga. Ach du lieber. Keine One-Shots mehr zu verteilen. Aus einer Kiste mit 20 Holz zu bekommen. Ach du lieber Gott. Hier hat aber einen Fehler gemacht, Digga. Geboren am 2.3.1988. Stimmt ja nicht, Digga. Stimmt ja nicht, Digga. 95. Bin ich geboren, Bruder. Wohnhaft in der Fortnite-Straße 88, 21614 Buxtehude. Staatsangehörigkeit Deutsch. Da muss Arisch stehen, du Arschloch. Beste Leben, Bruder. Hast du Ziele? So, sagen wir mal, in zwei Jahren? Ich habe halt überlegt, eventuell auf der einen Brustseite einfach mir Schäfchen tätowieren zu lassen, Digga. Ich kotze, weißt du? Das ist Verbrechertum. Weißt du, ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass die Polizei dir bald wirklich an den Kragen geht und... Das ist doch nicht dein Ernst. Oh nein. Ey, lass mich jetzt in Frieden, Jungs. Lass mich einfach in Frieden. Bruder, wo ist los? Lauf, Forrest, lauf! Oh mein Gott, Digga. Weiß man über den Täter nicht. Die Polizei machte aber klar, dass er wahrscheinlich schwer bewaffnet, gefährlich und nach wie vor auf freiem Fuß ist. Die Polizei veröffentlichte dieses Fahndungsfoto. Laut Behörden ist nicht auszuschließen, dass er sich momentan in deutschen Wäldern aufhält. Wer ihn sichtet, soll sich in Sicherheit bringen und sofort die 110 alarmieren. Einfach zu geil, Digga. Der macht so nice Videos, Digga. Anzeige ist raus.
Richtig coole Videos, Digga. Richtig coole Videos. Kriegers Kommentar ist auch gut. Klage wegen Urheberrechtsverletzung nicht vom Munter aus. Glaube ich nicht, Digga. Ehrlich gesagt. Aber gut, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut mit aus. Oh. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die Fesky-Shaker sind jetzt auch verfügbar bei Fesky. Wieso kommt eigentlich die ganze Zeit nur Hardpoint, Digga? Ist doch nice, oder nicht? Oder wollt ihr TDM spielen hier? Nee. Aber Herrschaft meinte er wahrscheinlich, will er spielen. Herrschaft, right? So. Aber in einem guten Team geht eigentlich Stellung auch klar. Hier ist keiner bei denen im Spawn. Wo spawnen die denn bitte schön dann? Es sind nur 4 Gegner. Boah, sind die bad. Oh! Jawoll, endlich mach ich auch mal Kills. Oh shit! Ich dachte, ich hab eine Drohne. Du warst komplett. Och Mann, er läuft genau dann wieder rein, Alter. Ich hasse mein Leben. 2 Gegner, Digga, zusammen, Mann. Nein, Shotgun! Oh! Oh, ich war die ganze Zeit low! Aber ich hab schon mein Heli, alles gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Kills der Heli macht. Ach Mann, wenn die nicht immer alle mehr schlucken werden als die letzte auf der Straße steht, Digga. Dann könnten auch mal 4 Kills hintereinander machen, ohne die Scheiße zu reviven und die ganze Pisse, Digga. Das nervt einfach, Alter. Meine Fresse, Digga. Ja, Spawn hinter mir, du. Grüße gehen raus an das Spawn-System, ist mir ernsthaft. Lächerlich, Digga. Dieses mit den 150 Leben müssen sie irgendwas dran ändern, Digga. Das fuckt ab. Weiß nicht, Digga. Manchmal droppen die Gegner voll sahnig und manchmal schocken die voll viel. Ganz komisch, Digga. Das gab's natürlich auch schon in jedem COD, dass die manchmal unterschiedlich aushalten, aber in dem COD ist echt krass. Finde ich auch, Digga. Digga, er will geiern. Jungs, habt ihr gesehen, Livestream? Er will absolut geiern in der fucking Beta, ey. Lass das mein Heli erleben, Bruder. Das Geile ist ja, dass man... Oh mein... Danke. Das Geile ist ja, dass ich jetzt auch dafür den Kill bekommen habe, ne, Monty? Das war was? Ich habe den Kill auch dafür bekommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist richtig krank, das finde ich geil. Ich wollte gerade meinen fucking Wallhack anmachen und er sitzt in der Scheißecke, Mann. Es ist zum Kotzen, ey. Jetzt meine ich genau das, was Monte gerade gesagt hat. Jetzt ist die Scheiße einfach weg. Und es dauert so lang zum Aufladen. Das ist so lächerlich, Mann. Ah, was eine Scheiße, ey. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach besser ist, wenn es dieses System nicht geben würde. Das ist einfach ja nur meine Meinung. Ja, Livestream, geilste Lobby, geilstes Spiel. Nein, nicht von hinten, nicht geilstes Spiel. Alter, ich mache jetzt, glaube ich, den. Ist doch einer fragt, was merkst du, die Max-Level? Dann bann ich euch alle weg. Was schluckt der, Digga? Was schluckt der bitte? Die Lobby geht voll ab, oder Jungs? Ja, aber die macht schon Laune, die Digga. Die machen hier überall Stacheldraht, die sind so low. Hinten am Headditch ist einer. Oh, Ehre genommen, Digga. Noch einer, nice. Hab ihn. Ehre genommen, Livestream. Na, wo spawnen sie, ist jetzt die Frage. Nein! Ach, Digga, es ist... Ey, das ist die erste Lobby, wo es richtig Bock macht, Digga. Ich hoffe, die bleiben eine Weile drin. Keine Ahnung, warum sie so bad sind. Ich glaube, die trollen uns, Digga. Gleich legen die richtig los. Oh, Hilfe! What? Oh, Monty. Bruder, bin so low life. Der mit der Hälfte mach ich nie Kills auf so Maps, ne? So traurig. Oh mein Gott, dieses Gottes-Aim, Mann. Alter, was war hier gerade los, Mann? Muss los! Hilfe! Töte ihn doch, Teammate! Oh mein Gott! Twitch, Amar, COD, TVO. Dass sie schneller töten müssen. Oh nein. Oh lol, die sind sehr richtig. Richtig der Hammer, die Jungs. Alter, wir gehen so rein in die, ne? Das ist unglaublich. Er kriegt ein Tor. Turn on. Au, ja. Die schlucken alle mehr. Es ist manchmal echt frustrierend, Digga. Also bei mir droppen die gerade alle so traumhaft. Keiner von spielt diese fucking Ammo. Doch, hatte ich gerade einen Gegner, Digga, der den gespielt hat. Ja, anders abgefuckt. Den habe ich da noch nicht getroffen, Digga. Den triffst dann eher. Dein Glück, Carsten. Ja. Ah, das ist echt die Traumlobby gerade bis jetzt. Och man, ich kann hier nirgendwo meine Vorräte abwerfen, Alter. Das ist doch Pisse, Digga. Geht nicht. Ah, danke. Nein! Ja, unten. Hey, ja.
So fucking OP, Digga. Wenn du die Spritze spielst, wie schnell du dich immer hin kannst. Du bist einfach die ganze Zeit full life. Nein! Das ist eine Traumlobby, immer Triple Nuke. Kritisch, Bruder, kritisch. Schön. Boah, der Gang. Oh nein, der Typ rein! Ach du Sch. Ah ne, das war gar nicht der Typ. Oh, jetzt habe ich den auch getroffen, der Rüstung, Monte. Mhm. Mein Kill. Ja, wie du seine Ehre. Oh. Doppelt Ehre genommen für ihn, Digga. Das war zu lustig, Digga. Geil, Digga. Yes. Was ich aber gerne noch hätte, Digga. Ich würde gerne nachladen können und mich healen und gleichzeitig Streaks einsetzen. Das ist so ein schnelles COD, Digga. Will ich alles gleichzeitig machen. Er geht mal aus dem Hill raus. Nein. Alter, 72 Kids. Lecker. 72 Bomb auf Nass. Ja, lul. Einfach 10.000 Points, Digga. Zack, zack, Digga. Welche Mappe ist das? Die erste, nur ohne Rotpunkt. Ich kann jetzt einen Aufsatz mehr spielen, Digga. Absolut lecker. Spielst du jetzt vier Aufsätze oder weil du Rotpunkt weggemacht hast, einen Aufsatz mehr? Genau. Was hast du darauf gemacht? Laser oder was? Ja, aber der ist useless, den wieder weg. Einfach Black Ops 3 Style, Digga. Zwei Perks, vier Aufsätze auf der Waffe. War der Panzer schon bei Carsten? Nee, Digga. Der Panzer hat Urlaub, Digga. Der ist auf Option, meinst du? Ja, auf Option.